Hallo, mein Name ist Janine Krüger und ich bin die Stimme des Anleger-Podcasts des Effektenspiegel-Magazins. Wir sind mehr als nur ein Aktienpodcast. Wir stehen für unabhängigen Börsenjournalismus und das seit 1971. Die Corona-Pandemie verbindet man vor allem mit Lockdowns, Homeoffice und der Maskenpflicht. In dieser Zeit zog auch die Nachfrage nach Beatmungsgeräten deutlich an. Im Zuge dessen rückte Drägerwerk in den Fokus der Aufmerksamkeit. Dabei ist das Unternehmen aus der Medizintechnik bereits nicht mehr wegzudenken, auch abseits von Pandemien. Doch wie hat sich die Nachfrage seit den Corona-Jahren entwickelt? Dieser und weiterer Fragen möchte ich heute im Interview mit Herrn Lesko. Er ist stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Vorstand für Finanzen und IT bei Drägerwerk sprechen. Hallo Herr Lesko, schön, dass Sie heute dabei sind. Hallo Frau Krüger. Herr Lesko, wir starten unseren Podcast immer mit einer kleinen Vorstellungsrunde, nenne ich es mal. Könnten Sie unseren Hörerinnen und Hörern einmal, ich sage jetzt mal kurz, Ihr Geschäftsmodell erklären? Sehr gern. Dräger stellt Technik für das Leben her seit über 130 Jahren. Aus Lübeck und zwar in der Medizintechnik und Sicherheitstechnik. Unsere Produkte schützen, unterstützen und retten Leben. Mit der Corona-Pandemie, ich hatte es eingangs schon erwähnt, verbindet man sie vor allem mit dem Gesundheitssektor. Aus welchen Branchen kommen Ihre Kunden denn noch? Der Schwerpunkt, der größere Teil unseres Umsatzes ist in der Medizintechnik. Dort stellen wir neben der Beatmung auch Anästhesiegeräte, Wärmetherapie für Neugeborene, aber auch Monitoring, also alles Produkte, die im Kernbereich des Krankenhauses eingesetzt werden, um den Patienten zu schützen und um die Prozesse im Krankenhaus zu unterstützen. In der Sicherheitstechnik ist unser Angebot von den Industrien breiter. Ein Longtail von Industrien, das sind insbesondere Prozessindustrien, Chemie, Öl, Gas, in denen unsere Gasmesstechnik eingesetzt wird. Das sind typischerweise elektrochemische Sensoren. Sie können aber auch eine andere technische Grundlage haben. Und wir bieten auch Produkte an, um atembare Luft für Feuerwehren oder Rettungsdienste zur Verfügung zu stellen. Dort wird auch unsere Gasmesstechnik eingesetzt. Und wir haben auch Produkte, die darüber hinaus das Leben schützen. Chemikalienschutzanzüge. Unsere Produkte können auch eingesetzt werden, werden es auch zum Beispiel für die Messung von Alkohol von der Polizei in Deutschland und auch in fast allen anderen Ländern der Welt. Also doch noch deutlich mehr Bereiche, als man vielleicht so im ersten Moment auf dem Schirm hat, sage ich jetzt mal. In welchen Bereichen läuft es denn besonders gut und im Zuge dessen dann halt auch schlechter, sagen wir es mal so? Ja, Sie hatten Corona angesprochen. Wir haben in Corona in beiden Bereichen tatsächlich auch profitiert. In der Medizintechnik von Beatmungsgeräten, in der Sicherheitstechnik von FFP-Masken, die wir auch herstellen. Die sind normalerweise ein kleinerer Teil unseres Portfolios. Und in diesen Bereichen sehen wir auch heute eine geringere Nachfrage. Die Nachfrage nach Beatmungsgeräten liegt auch nach Corona noch nicht wieder auf dem gleichen Wachstumspfad wie vorher. Aber grundsätzlich sehen wir eine sehr gute Nachfrage auch in diesem Jahr nach unseren Produkten, insbesondere in der Sicherheitstechnik für unsere Gasmesstechnik. Demgegenüber steht eine schwächere Entwicklung neben den Sättigungseffekten, nenne ich das mal, regional in China, wo wir aktuell eine schwächere Nachfrage sehen. Und das betrifft insbesondere die Medizintechnik, weil wir in China in der Medizintechnik deutlich stärker sind als in der Sicherheitstechnik. Jetzt haben Sie China schon angesprochen. Ihr Unternehmen ist in über 190 Ländern vertreten. In welchen Regionen sehen Sie denn besonderes Wachstumspotenzial? Wachstumspotenzial sehen wir in vielen Ländern, sowohl in entwickelten Industrieländern, in der Medizintechnik, wo wir eine große installierte Basis häufig haben und dort auch in dem After-Sales-Geschäft über Verbrauchsmaterialien, über Services noch stark wachsen können. In wirklich reifen Märkten, wie zum Beispiel in Deutschland, ist der Anteil unseres After-Sales-Geschäfts in der Medizintechnik tatsächlich auch heute schon über 50% des Gesamtumsatzes. Wir sehen aber auch in Schwellenländern großes Wachstumspotenzial, weil dort die Gesundheitssysteme
sich im Aufbau befinden und auch darum einen höheren Anteil der Investitionen und des Umsatzes in den in die Neuinstallation von Beatmungsgeräten, Anästhesiegeräten fließt. In beiden Märkten, stärker in den Industrieländern, sehen wir auch ein hohes Potenzial aus der Automatisierung und aus der Entscheidungsfindung. Das ist für etwas einer der Bereiche, in die wir auch in die Entwicklung stark investieren. In der Sicherheitstechnik, Sie hatten es gesagt, haben wir ein diversifiziertes Produkt und Portfolio, das auch in sehr unterschiedliche Märkte geht. Und auch hier sehen wir ein zunehmendes Interesse für Arbeitsschutz. Das ist ein langfristiger Trend. Davon profitieren wir, weil unsere Produkte dazu dienen, die Personen, aber auch die Anlagen zu schützen. Und zunehmend strengere Sicherheitsvorschriften treiben diese Nachfrage. Und wir sehen die gleiche Entwicklung auch in den Schwellenländern. Höhere Hygiene, höheres Hygiene- und Sicherheitsbewusstsein und auch ein stärkeres Wachstum wesentlicher Abnehmergruppe von Trägerprodukten. Darüber hinaus sehen wir Chancen in dem Aufbau neuer Marktchancen, zum Beispiel nachhaltige Energie. Auch dort werden ja Gase verarbeitet oder wird mit Gasen hantiert und dort werden unsere Produkte gebraucht. Gibt es Länder, in die Sie noch expandieren wollen? Von der Anzahl der Tochtergesellschaften bewerten wir das immer an der Größe vom Marktpotenzial. Da gibt es keine unmittelbaren Lücken, die wir noch schließen müssen. Wir haben aber in den letzten Jahren damit begonnen, auch unsere Präsenz in Afrika stärker auszubauen. Mhm. Das ist noch ein sehr junger Markt für uns. Also der Umsatzanteil ist noch klein, aber wir sehen dort langfristig auch Wachstumschancen. Und wenn wir uns einmal entschließen, einen Markt zu bearbeiten, dann sind wir auch immer sehr langfristig interessiert, diesen Markt zu bearbeiten. Also es ist eine Investition in die Zukunft. Für viele Unternehmen richten ihren Blick ja auch vermehrt auf Indien. Wie sehen Sie da den Markt? Indien ist ein sehr attraktiver Markt für uns. Wir sind auch seit vielen Jahren, Jahrzehnten auch schon im indischen Markt mit einer eigenen Tochtergesellschaft vertreten. Eigene Fertigung für Produkte. Und Indien ist tatsächlich auch aktuell einer der Märkte, der mit seinem Wachstum die schwächere Entwicklung in China teilweise ausgleichen kann. Voll ausgleichen noch nicht, weil unsere Größe in China ist der drittgrößte Markt, noch deutlich über dem liegt, was wir in Indien erlösen. Aber sowohl für die Medizintechnik als auch für die Sicherheitstechnik sehen wir für Träger großes Potenzial, sowohl in dem wirtschaftlichen Wachstum in der Industrie als auch in dem Wachstum einer Mittelschicht in Indien, die natürlich eine entsprechende Gesundheitsversorgung für sich selber auch erwartet und in die der Staat auch investiert. Jetzt haben Sie China schon angesprochen. Im vergangenen Jahr profitiert Ihr Unternehmen ja von einem Nachfrageschub für Beatmungsgeräte dort. Jetzt haben Sie schon gesagt, es ist der drittgrößte Markt. Wie schätzen Sie da so allgemein die Situation ein? Im letzten Jahr hat uns die überraschende Beendigung der Zero-Covid-Policy geholfen über den zusätzlichen Auftrag nach Beatmungsgeräten. In diesem Jahr fällt das natürlich weg. Insofern ist schon mal ein starker Vorjahreseffekt, der sich nicht mehr wiederholt. Darüber hinaus ist die Auftragslage in China aktuell generell schwach. Und das wird dadurch noch verstärkt, dass in der aktuellen Phase eine Gesundheitsreform verbunden ist mit einer Stärkung, Zentralisierung des Einkaufs, eine National Volume-Based Purchasing-Initiative. Und all das führt zusammengenommen dazu, dass kurzfristig unsere Entwicklung in China sehr schwach ist im Vergleich, nicht nur im Vergleich zu dem langfristigen Trend, den wir über die letzten Jahre dort gesehen hatten, sondern auch im Vergleich zur Entwicklung in anderen Märkten. Und das ist auch einer der wesentlichen Gründe, warum die Umsatz- und auch das Eingangsentwicklung in der Medizintechnik im Vergleich zur Sicherheitstechnik in den ersten 6 Monaten zurückgefallen ist. Mittelfristig ist die Entwicklung auch noch nicht voll klar, also ob sich dieser Trend in der zweiten Jahreshälfte auflöst und entsprechend positive Impulse auch für unsere geschäftliche Entwicklung geben kann oder ob das etwas länger dauert, das wird man sehen. Und darüber hinaus gibt es auch Unsicherheiten in Bezug auf den chinesischen Markt vor dem Hintergrund der stärkeren Abkoppelung, wenn ich an China und die USA denke. Und wie schätzen Sie die Situation des Handelskonflikts zwischen der EU und China?
Das ist natürlich ein zusätzliches Risiko. Das betrifft unser Produktportfolio aktuell nicht direkt. Insofern sehen wir keine direkten Auswirkungen davon, aber wir sehen sehr wohl in China über die Einkaufsmaßnahmen eine entsprechende Bevorzugung von lokalen Anbietern. Wenn man das jetzt so ein bisschen mal in Bezug setzt, wie wichtig sind für Ihr Unternehmen Kooperationen und Übernahmen auch? Übernahmen, Akquisitionen sind für uns wichtig für den Erwerb von Technologie. Zum Beispiel haben wir vor 3 Jahren in Schweden ein Unternehmen erworben, das Filterlösungen für Verbrauchsmaterialien für die Medizintechnik anbietet. Wir haben vor einigen Jahren ein Unternehmen in Hamburg erworben, das für die Sicherheitstechnik Benzolbis. Also das sind alles wichtige Akquisitionen, weil wir sehen, dass die eigene Forschung und Entwicklung, und wir investieren rund 10% unseres Umsatzes bereits im Haus in die Weiterentwicklung unserer Produkte, nicht ausreichend ist, um das Angebot zu verbreitern. Das ist ein wichtiger Baustein für uns. Große Akquisition, also eine Ergänzung um weitere Marktsegmente, stehen nicht im Fokus, sondern der Fokus ist der Ausbau unseres Angebots für unsere Kunden. Und die Leitfrage ist immer, können wir damit unser Angebot für unsere aktuellen oder perspektivisch künftigen Kunden noch verbreitern? Ansonsten arbeiten wir mit Kunden auch zusammen für Systemlösungen oder auch in der Entwicklung. Nicht alle unsere Produkte werden jetzt in-house gefertigt oder entwickelt, sondern wir bedienen uns dort auch eines Netzwerkes von Entwicklungspartnern. Und in dem Sinne sind für uns Kooperationen auch ein wichtiger Baustein für das Unternehmen. Sie haben zuletzt, kommen wir jetzt vielleicht mal so ein bisschen auf die bisherige Geschäftsentwicklung zu sprechen, Sie haben zuletzt Ihre Halbjahresergebnisse vorgestellt. Könnten Sie unseren Hörerinnen und Hörern nochmal einen, ich nenne es mal, kleinen Überblick geben? Sehr gern. Wir sind solide in das Jahr gestartet. Der Auftragseingang lag leicht über dem hohen Vorjahresniveau, insbesondere getrieben durch die starke Nachfrage in der Sicherheitstechnik. Unser Umsatz ist leicht rückläufig. Das liegt natürlich auch an den Basiseffekten. Wir hatten im Vorjahr von der Verbesserung der Lieferfähigkeit profitiert und hatten ja auch den Nachfrageschub für Beatmungsgeräte in China, der in diesem Jahr weggefallen ist. Insgesamt liegt das EBIT trotz des rückläufigen Umsatzes aber deutlich über Vorjahr. Sowohl aufgrund der soliden operativen Geschäftsentwicklung als auch aufgrund von Einmaleffekten, die unser Ergebnis im zweiten Quartal deutlich gestützt haben. Ich weiß, ein Blick in die Glaskugel ist immer ein bisschen schwierig, aber wann rechnen Sie mit einer Erholung in China? Können Sie dazu schon was sagen? Da gehen die Meinungen auseinander. Die kurzfristigen Trends, die Optimisten gehen von einer Erholung in der zweiten Jahreshälfte aus. Und wenn das eintritt, hilft uns das auch im Umsatz eher eine bessere Entwicklung zu sehen. Konkret, und das ist auch der Grund für die Einschränkung unserer Guidance, gehen wir eher davon aus, dass wir diese Erholung in 2025 sehen. Aber auch, wir gucken zwar nicht in die Glaskugel, aber wir sprechen mit verschiedenen Personen im Vertrieb und es gibt kein einheitliches Bild aktuell, muss man sagen. Diese Schwierigkeiten werden vermutlich auch noch in das Jahr 2025 ausstrahlen. Ist auf jeden Fall mit zu rechnen. Was sind denn Ihre Mittelfristziele? Mittelfristig wollen wir unsere Profitabilität ausbauen. Das ist das allererste unserer mittelfristigen Ziele. Unsere Erwartungen, wenn man für 2024 sagt, am oberen Ende der Bandbreite, das bedeutet so rund um 4% EBIT-Marge. Davon wollen wir jetzt nach vorne im Schnitt jedes Jahr 1 Prozentpunkt zulegen. Das zweite wichtige mittelfristige Ziel ist die Stärkung der Innovationsführerschaft. Wir stellen Technologie für das Leben her und diese Technologie ist einer der wesentlichen Treiber auch unserer Kunden. Das sehen wir zum Beispiel auch in Nordamerika. Dort haben wir eine sehr gute Nachfrage auf Basis neu eingeführter Produkte in der Medizintechnik. Und das dritte mittelfristige Ziel ist die Stärkung der Kompetenz im Bereich der Interoperabilität und im Systemgeschäft. Unsere Kunden erwarten von uns eine Lösung für komplexe Probleme und die leisten wir heute schon. Das wollen wir noch weiter ausbauen, um diese Entscheidungsunterstützung bereitzustellen. Das bedeutet nicht nur eine Stärkung auf der Produktentwicklungsseite, sondern zum Beispiel auch Schulung von Vertrieb- und Servicemitarbeitern und auch Ausgleich dessen, was wir in
stark entwickelten Länder, Deutschland, USA, schon können. Und dieses Know-how bringen wir in andere Länder zum Nutzen unserer Kunden. Dann kommen wir vielleicht zum Abschluss noch einmal auf Ihre Dividendenpolitik zu sprechen. Sie haben die Dividende für 2023 dank einer deutlichen Gewinnsteigerung ja signifikant angehoben. Was sieht Ihre Dividendenpolitik vor? Wir haben in 2023 30% des Konzerngewinns ausgeschüttet und wir wollen auch künftig mindestens 30% des Konzerngewinns als Dividende ausschütten. Das klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend. Wir dürfen für die Zukunft gespannt bleiben und ich darf mich an dieser Stelle für das interessante Interview bei Ihnen bedanken, Herr Lesko, und Ihnen weiterhin alles Gute wünschen. Vielen Dank, Frau Krüger. Hat Spaß gemacht und alles Gute an Ihre Hörer. Dankeschön. Vielleicht konntet ihr ja auch das eine oder andere noch mitnehmen und die ein oder andere Information erhalten, die ihr vorher noch nicht hattet. Wie immer findet ihr auf unserer Homepage effekt-spiegel.com alle Infos rund um das Thema Börse. Schaut gerne mal vorbei und schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin, bleibt gesund.